Hallo Freunde, heute bin ich wieder einmal unterwegs hier im Pfälzerwald und wir besuchen heute die Wolfsburg bei Neustadt. Die Wolfsburg ist eine Ruine einer Höhenburg am westlichen Ortseingang von Neustadt an der Weinstraße. Zum Schutz der Verbindung von Neustadt nach Kaiserslautern mit seiner Kaiserpfalz wurde die Wolfsburg vermutlich zu Beginn des 13. Jahrhunderts vom Pfalzgraf Ludwig dem Kelheimer erbaut. Lehensurkundlich erstmals erwähnt wurde sie 1255 als Castrum Volperg, gemeinsam mit der Stadt Nova Civitas, das damalige Neustadt. Die Anlage diente Albrecht von Liechtenstein als Wohnsitz, den er von Kurfürst Ludwig dem Strengen zum Lehen erhalten hatte und unter Androhung des Lehensentzugs ohne kurfürstliche Erlaubnis nicht mehr verlassen durfte. Nach einer vorübergehenden Verpfändung zu Anfang des 14. Jahrhunderts durch Kaiser Ludwig den Bayern wurde die Kurpfalz und die Oberpfalz durch den Hausvertrag von Pavia von den übrigen bayerischen Besitztümern der Wittelsbacher getrennt und den Nachkommen des Pfalzgrafen Rudolf den I., Rudolf den II. Und Ruprecht den I. zugesprochen. Bis zum Jahr 1423 diente die Burg dann den Statthaltern der pfälzischen Kurfürsten als Wohnsitz und bildete gemeinsam mit den jeweils etwa 15 Kilometer entfernten Burgen Frankenstein und Hardenburg einen wichtigen Bestandteil zur Verteidigung der alten pfalzgräflichen Gebiete. Da die späteren kurfürstlichen Beamten ebenso wie ihre niederadligen Vorgänger anfangs noch der Residenzpflicht der Wolfsburg unterlagen, erhielten sie als Gegenleistung für das Bewahren und Behüten der Festung neben Geldzahlungen auf Wein, Korn, das Jagdrecht im kurfürstlichen Wald und die Erlaubnis, bei Bedarf Bauholz zum Unterhalt der Burg in den umliegenden Waldungen zu schlagen. Während des Bauernkrieges 1525 wurde die Burg innerhalb kurzer Zeit zweimal erobert und geplündert. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde sie wieder aufgebaut. In den ersten Jahren des Dreißigjährigen Kriegs diente die Festung der Bevölkerung aus den umliegenden Orten als Zuflucht, bis sie im Jahre 1633 von kaiserlichen Truppen niedergebrannt und geschleift wurde. Seither ist sie eine Ruine. Erst 1848 spielte die Wolfsburg wieder eine geschichtliche Rolle, als im Zuge der sogenannten Märzrevolution von der Demokratie überzeugte Neustadter Bürger auf der Wolfsburg ein Nationalfest feierten und die schwarz-rot-goldene Fahne hissten. Und wir schauen uns jetzt diese Burg genauer an. Ich laufe jetzt erst einmal durch die Unterburg. Hier sind die Gebäude komplett verschwunden. Nur einige Fundamente sind noch zu erkennen. Hier lebte das Dienstpersonal und die Wachposten mit ihren Familien.
Außerdem waren hier auch die Stallungen für die Tiere der Burg sowie einige Vorratsräume. Der kleine Turm wurde restauriert und zum Teil wieder aufgebaut. Im Mittelalter stand hier vermutlich ein kleiner Wehrturm. Auf dieser zum Tal zeigenden Seite waren bestimmt einmal Kanonen und davor Katapulte gestanden, die zur Verteidigung dienten. Auf einer solchen Burg gab es nicht gerade viel Wachpersonal. Wahrscheinlich waren es maximal 20 Soldaten, die hier ihren Dienst taten. Bei einer Belagerung musste daher auch das Dienstpersonal zu den Waffen greifen, um die Festung zu verteidigen. Um in die Oberburg zu gelangen, kann man durch zwei Tore gehen. Das linke ist vermutlich der Zugang in die Wirtschaftsgebäude, wie zum Beispiel die Küche und diverse Kellerräume. Das rechte Tor ist der Haupteingang in die Oberburg, wo sich ein großer Empfangssaal befand, wo Gäste empfangen wurden und bestimmt auch etliche Feste stattgefunden haben. Im oberen Bereich des Vorbaus können wir noch wunderschöne Panoramafenster sehen aus dem Mittelalter, wo damals die Menschen ihre Kurzweil verbrachten und die Aussicht genossen. Auf der rechten Seite sind noch einige Tragsteine erhalten, die als Auflage dienten für die Deckenbalken. Hier ist noch eine Rutsche zu erkennen, wo wahrscheinlich Lebensmittel in den Keller befördert wurde. Hier in diesem Bereich befand sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Küche und Vorratsräume für Lebensmittel. Im Vordergrund sehen wir den Fundamentfelsen vom Bergfried, der leider komplett fehlt. Dieser Bergfried diente als letzte Verteidigungsbastion und vielleicht auch als Wohnturm. Das kann man leider nicht mehr genau feststellen.
großen Fenstern war vermutlich der Empfangsraum. Also ein Empfangssaal. Wahrscheinlich diente diese Felsnische als Stauraum, also so etwas wie ein Einbauschrank aus dem Mittelalter. Hier sehen wir einen Teil der Schildmauer, der noch erhalten ist. Vermutlich war diese Mauer wesentlich höher, als sie heute noch ist. Der Schildmauer vorgelagert war eine Zwingermauer, welche die gesamte Hauptburg und die etwas tiefer liegende Vorburg eng umschloss. Den Zugang zum Zwinger gewährte ein nordöstlich gelegener Torbau, der ebenso wie das eigentliche Burgtor heute nicht mehr vorhanden ist. Es ist schon unglaublich, wie viele Ritterburgen einst hier im Pfälzerwald standen. Auf fast jedem zweiten Hügel befand sich eine Burg. Viele von ihnen sind leider fast spurlos verschwunden. Und die wenigen Reste, die vielleicht noch vorhanden sind, liegen unter einer dicken Humusschicht im Verborgenen. Die Hochzeit der Burgen war hier vor allem im 11., 12. und 13. Jahrhundert, also in der Salischen und Staufer Zeit. In diesen Epochen entstanden die großen, mit Steinen erbauten Burgen, die heute noch zum Großteil als Ruinen erhalten sind. Aber auch im Flachland, also in der Rheinebene, standen etliche Burgen, die fast alle verschwunden sind. Sie wurden mit der Zeit komplett abgebaut und die Steine als Baumaterial wiederverwendet. Im Hochmittelalter war hier das Zentrum, der Mittelpunkt des Deutsch-Römischen Reiches. Das gehört jetzt alles der Vergangenheit an. Und von der einstigen Pracht ist fast nichts mehr erhalten. Das hätte ich gerne alles einmal mit meinen eigenen Augen gesehen. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, würde ich auf jeden Fall einmal ins Mittelalter reisen. An dieser Stelle beende ich jetzt die Besichtigung der Wolfsburg. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und bis zum nächsten Mal bei Burgen und Ruinen des Pfälzerwaldes.
ganz schön Durst. Ist auch warm heute, aber windig, sehr windig. Wie immer gekochtes Ei und Salz dabei.